Moin Moin und Hallo! Herzlich Willkommen zu unserem nächsten Oster-Special-Video am darauffolgenden Tag. Sprich, heute ist der dritte Tag auf unserem Weg zum schönen, lustigen Osterfest. Jetzt also sollte es langsam doch losgehen, sprich so 20 Tage vor Ostern solltet ihr schon anfangen, glaube ich, ein bisschen zu schmücken, denn es ist einfach schön, auch wenn man jetzt nicht den christlichen Hintergrund dann unbedingt aufnimmt, trotzdem ist es einfach schön, sein Haus, seine Wohnung, seine Bleibe etc., sein Zelt, wo auch immer, sein Zimmer zu dekorieren, und zwar einfach österlich. Und da gibt es viele schöne Sachen auf dem Markt. Denn das Ostergeschäft ist auch ein sehr großes Spektrum im Einzelhandelsjahr. Das heißt, da wird auch recht viel Kohle umgesetzt, weil wir als Konsumenten ja hingehen und es gerne auch haben wollen, dass es österlich geschmückt ist, nicht wahr? Und es ist einfach nur schön. Ne? In der Woche vor den Feiertagen, knapp ein Fünftel über der Vorwoche, ist dort der Umsatzzusprung, wenn es auf Ostern zugeht. Vorher geht es dann eher so in die Dekoschmiede. Ne? So einen Monat vorher geht man hin und schmückt sein Häuschen dann schön mit den Symbolen des Osterfestes. Und das ist zum Beispiel der Osterhase. Das sind Eier, bemalte Eier, kunstvolle Eier oder es gibt auch die Osterbäckerei. Man kann auch zu Ostern sehr gut backend eingreifen, genauso wie im Pardon ist das wie auch zur Weihnachtszeit. Da backt man ja Weihnachtsplätzchen. Zu Ostern backt man dann schöne Osterplätzchen. Ne? Oh. So, das heißt also wirklich so in der Woche oder in den zwei Wochen vor Ostern selber liegen die Umsätze in der Osterwoche selber vor den Feiertagen knapp ein Fünftel über deren der Vorwochen. Also richtig ballert das hoch. Im Spielwarenhandel entfallen bezogen auf das Jahresumsatz zu Endverbraucherpreisen auf die zwei Wochen vor Ostern ca. 5% des Jahresumsatzes. Und das ist echt viel. Ne? 5% ist nicht schlecht. Natürlich, Weihnachten setzen mehr um, klar. Nur Ostern ist sozusagen der nächste Peak im umsatzstarken Jahr, wenn man laut den Umsätzen dort gehen würde. Ne? 150 Millionen Euro werden jedes Jahr allein in diesen zwei Wochen vor Ostern umgesetzt. Oder halt im Osterbusiness. Ne? Easter Business läuft, Diggers. Das ist nämlich so, weil viele bekommen auch zu Ostern etwas geschenkt. Es ist nicht nur die Eiersuche, die dort im Fokus steht. Es ist auch so, dass dort dann diverse Sachen auch noch verschenkt werden. Ne? Den osterbedingten Mehrumsatz schätzen ungefähr die Spielwarenhändler dabei auf ca. 30 Millionen Euro. Ne? Also von den 150 Millionen gehen 30 Millionen nur an die Spielwaren für Kinder und Junggebliebene. Plüschtiere, Puzzle, alles Mögliche geht dort. Und die Spielzeuggeschenke im Durchschnitt liegen zwischen 15 und 40 bis 50 Euro, die dort nämlich verschenkt werden. Also ihr seht, es ist jetzt nicht so ein bombastisches Monsterding wie jetzt zu Weihnachten, weil da ist ja der Durchschnitt eher so bei 50, 100 Euro. Und was haben wir noch? Geburtstag und bei den Christen wieder den Namenstag, der ja dann auch nochmal gefeiert werden darf. Das ist dort auch dann eher so der etwas teurere Part. Aber Ostern selber liegt halt dort ein bisschen tiefer. Ne? Gut, außerdem laufen österliche und frühlingshafte Dekorationen, weil der Winter sozusagen geht langsam zurück. Es wird wieder wärmer, wir gehen wieder in die tropischen Sommer, der globalen Erwärmung etc. über. Und die meisten Menschen mögen diese Zeit, weil, vor allen Dingen, wenn man jetzt draußen unterwegs ist, gibt es noch nicht so viele Insekten, die einen piesacken, wie jetzt in den nächsten Monaten dann doch noch dazukommen.
Das heißt also, dieser Frühling ist was ganz Besonderes. Der Frühlingsanfang ist ja auch jetzt gewesen, also der meteorologische. Und dort kommen die Frühlingsgefühle halt. Und das möchte man auch in der Deko des Hauses oder der Welt zu Hause gerne in Anspruch nehmen. Ne? Und diese Impulse, die da im Frühling kommen, aus der Kreativbranche, aus der individuellen Gestaltung von einem selber, und das gewinnt zu Ostern immer mehr an Bedeutung, und das ist auch schön, weil wer möchte ja das ganze Jahr über gleich seine Umgebung zu Hause haben? Es ist viel schöner, wenn man dort, nämlich dann, alle paar Monate mal umdekoriert, und das geht halt mit solchen einzelnen Etappen im Jahr, sprich Weihnachten, dann kommt Karneval, dann kommt Ostern, dann kommt der Sommer, Herbst, und wir sind wieder beim Weihnachten. Ne? Also das, da ihr seht, da wird immer stetig immer dann gewechselt, und das ist auch schön und angenehm für alle. Ne? Die Weihnachtszeit ist und bleibt natürlich für die Branche im Einzelhandel die Highlight-Branche. Ne? Die Highlight im Umsatz. Ne? Aber mit dem Ostergeschäft startet auch die Outdoor-Saison in einem Schritt. Das heißt also, das Ostergeschäft kommt zusammen mit dem Frühlingshaft, mit dem Outdoor-Geschäft in Wallung. Ne? Spielwaren-Einzelhandel ist dann vor allem die Fahrzeuge wie Laufräder, Roller sind dort gefragt. Baumärkte und Blumenhändler freuen sich einer super Beliebtheit. Und natürlich die ganzen Dekoschmieden etc. Und was natürlich mehr gekauft werden wird, sind Eier, die man dann zum Beispiel selber bemalt, oder auch bemalte Eier kann man schon im Einzelhandel erwerben. Ihr seht also, es gibt ein großes Spektrum an dekorativen Sachen, und natürlich gibt es auch den guten alten lustigen Osterkalender. Ne? Was wir aber nicht vergessen sollten, durch den Frühling kommt ja auch wieder die Outdoor-Saison, die dann mit Blumen im Garten, mit die Dekos im Garten etc. einher. Und so wird dort so ein riesen fetter Umsatz von 150 Millionen Euro dann geballert. Nicht schlechter Specht, aber ihr seht ja auch, die Dekos sind wirklich schön. Und wenn man, es muss nicht immer viel Geld sein, was man da ausgibt. Man kann auch vieles, vieles selber machen. Na, wir werden hier zum Beispiel in den nächsten Tagen, werden wir noch etwas Eier färben in verschiedenen Arten und natürlich erstmal dann auch dekorative Sachen basteln, ne? Weil das Basteln kommt auch dann immer sehr gut, weil es kostet nicht viel, so ein gebastelter Stuff ist nicht sehr teuer, und deshalb ist das auch immer eine gute Alternative zu gekauften Zeugs aus dem Handel. Ne? Und natürlich die Osterhasen-Kostüme werden jetzt viel beliebter hier, ne? Weil Plüsch ist in oder nicht. So, lass uns jetzt mal gucken, was wir heute in unserem lustigen Osterkalender so finden werden. Ich denke mal, es wird Schoki sein, oder? Denn Schoki läuft immer. So, Osterkalender mal rübergeschwappt hier. So, hier haben wir den guten alten Osterkalender, der hier jetzt so richtig schön in Fokus gesetzt werden darf. Und heute ist der dritte Tag unseres Osterspecials. Das heißt, wir suchen uns jetzt hier auf dem Teil mal die 3. Weil wenn heute jetzt wieder das gleiche rauskommt, dann wird der Hersteller einfach immer das gleiche Symbol dahinter gewählt haben. Dann werden wir auch nicht viel ändern können. So, hier unten ist die 3. Wir öffnen die Nummer 3 und pressen es mal raus. So. Okay. Oh nein, es ist was anderes. Schön. Wir haben heute, haha, voll süß, Osterdeko. Ne? So ein kleiner Schwabler ist das hier am Start. Und was sehe ich hier drauf? Es ist ein Korb mit 2, 4, 6, 7 leckeren Ostereiern. Schön. Das ist doch schön. Wir haben mal ein anderes Symbol hier hinten, und zwar die Ostereier. Dann hätte ich heute eigentlich über die Ostereier mal sprechen sollen, aber das machen wir das nächste Mal. Ne? Also, jetzt probieren wir wieder, weil wir haben ja noch früh. Man sollte jeden Tag vor Ostern ruhig mal was schlickern, ne? Auch wenn eigentlich noch Fastenzeit ist. So, sehr schön. Ich wünsche euch einen weiteren angenehmen Tag auf dem Weg zum Osterfest.
Denkt dran, holt euch vielleicht ein paar Deko-Ideen, weil ihr habt ja gesehen, was man dort alles Schönes in sein Häuschen, in seine Wohnung etc. platzieren kann. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und ich hoffe, bis morgen. Zun zun.